So, herzlich willkommen zu diesmal keinem Let's Play. Wir haben unser Spielekonzept ein bisschen geändert. Heute heißt es, wie heißt es denn eigentlich? One-on-one, genau. Gut. Nicht so schwierig. Nicht so schwierig, genau. Spielprinzip dürfte eigentlich klar sein am Anfang. Wir nehmen heute Battlefield 3 auf. Close Quarters, das neue DLC, die neuen Karten mit den neuen Waffen und allem drum und dran. Und wir machen jetzt erstmal ein normales Deathmatch. 1 gegen 1 mit allem, was so erlaubt ist, allen Waffen und so weiter und so fort. Genau. Wir haben uns erstmal genau Battlefield 3 ausgesucht, weil wir das Spiel eigentlich beide sehr geil finden. Und weil es auch aktuell ist. Und wie lange wollen wir machen, bis einer 5 Kills hat? Ich würde sagen, 5 Kills gucken wir mal und dann wie lange das dauert. Es kann jetzt sein, dass wir uns hier ewig nicht finden, was ich nicht denke. Ja, ich finde dich schon. Okay, also 3, 2, 1, go oder was? Ja, ja. Okay. Würde ich mal sagen, geht's los. Oh mein Gott, die muss ich überstecken. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich kann noch nicht genau sagen, wer gewinnt. Ich auch nicht. Das Blöde ist, ich habe einen größeren Bildschirm. Ich habe 26 Zoller. Das heißt, im Endeffekt siehst du ja ein bisschen mehr als ich. Solltest naja, du. Ich spick nicht, keine Angst. Sollte dein rechtes Auge zufälligerweise nach unten wandern, nach rechts wandern. Ich bin zu aufgeregt, ich bin echt bei mir. Das Problem ist nur, sonst stehen wir immer auf einer Seite. Ja, genau, wir sind eigentlich. Wir kämpfen eigentlich nie gegeneinander und deshalb ist es auch schwer zu sagen. Wir sind relativ eingespielt, miteinander auch. Wir wissen, wenn der eine die Klasse nimmt, dann muss ich die nehmen und so weiter und so fort. Das klappt ganz gut, aber gegeneinander haben wir halt noch nicht wirklich Erfahrung gemacht. Ich glaube, wir müssen erstmal mit 3 Kills anfangen. Ja, weil wir finden uns nicht mal. Das ist schon die kleinste Map hier. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall ist es echt schick hier. Also ich liebe das Design. Auf jeden Fall. Hier würde ich locker einziehen, zumindest. Also die haben sich da... Doch, da unten. Guck mal. Oh, er hat mich auch gesehen. Nein! Oh, scheiße. Man muss schon sagen, die haben sich ja echt was einfallen lassen mit den neuen Karten. Jetzt bin ich natürlich nervös. Wo ist er denn? Oh, kacke. Ah, da. Komm, komm. Versuch's doch. Trifft nie. Es war halt so eine Verzweiflungsgranate. Kennst du das, wenn du halt Nate wirst und hoffst, dass du irgendwas auf jeden Fall scheucht es die Gegner auf. Genau. Das funktioniert. Wo ist er denn jetzt? Frag ich mich. Hier hat er sein Medipack schon mal hingelegt, okay. Du bist da unten. Oh shit. Komm her! Nein! Oh, gerade die Granate in der Hand gehabt. Schnell mal hier, das Zeug hier. Bist du jetzt auch da drin? Ja, warte mal, ich muss mal meinen Ton kurz leiser machen. Oh Mann. Ah, so, okay. Scheiße. Wo bist du denn jetzt? Ich hab jetzt wieder. Oh. Ich trau mich gar nicht mehr, mich zu bewegen, aber campen ist natürlich auch nicht erlaubt. Ah! Komm. Nee! Ja! Ja! Baby! Und da ist das 1-0, würde ich mal sagen. Okay. Ich gehe wieder rein, Beitritt. Sehr schön. Hui! Wissel in Führung. Wissel in Führung? Mal sehen, wie lange. Das ist spannender, als ich gedacht habe. Vielleicht ja, nicht, wenn man es guckt, aber ich habe Spaß. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie auch so. Also wir haben uns echt, also was heißt lange überlegt, aber ich habe schon so ein bisschen überlegt, naja, was kann man denn machen? Dann war mir erst noch was anderes im Kopf. Und du brachtest ja dann die Idee, die ich eigentlich, wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Genau, aber wir machen jetzt also mehrere One-on-Ones. Fand ich cool. Wir haben auch schon ganz viele coole Ideen, was wir noch so spielen können. Ich meine, das ist jetzt natürlich ziemlich Standard, was wir gerade machen. Dreck. Ja, ja stimmt, das ist noch sehr stark. Da kommen aber auch noch abgefahrene Sachen, das verspreche ich euch. Ja, hier ist dein Medikit. Aha, Medikit. Oh shit, wo ist er? Oh, stimmt. Oh, ich muss hier weg. Nein. Ja, mit der G18. Oh. Okay, 1-1, gleich wieder rein. Waffenwechsel, ich nehme mal was Lauteres, das macht mehr Spaß. Ja stimmt, ich war jetzt mies, ich war jetzt natürlich Schalldämpfer. Ich hatte vorher auch einen Schalldämpfer drauf. Mit der AUG habe ich, also die habe ich ja gerade erst freigespielt, da habe ich noch wirklich nicht wirklich viel. Also ich ziehe ja auch noch über Kim und Korn, also ich habe da weder ein Holo noch irgendwas anderes. Das war vielleicht nicht so clever, hier eine Scheibe kaputt zu schlagen. Ich komme schon etwas länger in den Genuss des DLCs Close Quarters. Deshalb hatte ich auf meiner AUG auch schon einen Schalldämpfer drauf. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Schalldämpfer, wir müssen da mal ein bisschen Party hier. Ich habe ja schon überlegt, ob ich einen Granatenwerfer nehme, aber mit dem treffe ich immer auch nicht. Ich habe Angst, dich einfach zu übersehen. Ich habe immer das Gefühl, bewegt sich alles. Damit wie gesagt, ich renne ja hier wirklich auch wie so ein Bekloppter durch die Map. Und ich glaube, da entgeht mir auch immer mal so das eine oder andere. Gerade wer weiß, wenn wir uns das später angucken, dann werden wir bestimmt 10-mal aneinander vorbei. Genau. Wir markieren das dann immer in so einem roten Kreis. Oh. Ah! Stopp! Oh, shit, war das knapp! Alter, wie viele Leben hast du noch?
11% habe ich noch. Ich hab 32. Fick dich doch. Wo bist du denn jetzt hin? Wo bist du? Scheiße. Oh, heil dich nicht. Nein. Ich finde dich. Ach so? Ich habe mich hier sehr gut versteckt. Auf, in der Dusche auf dem stillen Örtchen. Sag ich doch. Scheiße, auf welchem? Hier sind so viele. Scheiße, Mann, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo du bist. Gleich schießt er mir in den Rücken. Ja, ich glaube auch. Ach, dann komm. Spannung. Du bist bestimmt wieder schon im anderen Traktor. Oh fuck, das war jetzt nicht so klug. Oh fuck. Wo ist er? Hat er mich gesehen? Wow, ja, da war die Schüsse. Ich habe nur kurz eine Bewegung gesehen. Okay, jetzt komme ich dich holen. Scheiße. Oh fuck, da ist die Nate. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir gucken. Wir wollen gerade beide unsere Position nicht wirklich ändern. Oh fuck, da bist du ja. Oh nein. Einfach von hinten rangeschickt. Oh, schön. Okay. Ein Kill brauche ich noch, dann haben wir es schon überstanden, Leute. Ja, genau, dann ist die erste Runde erstmal vorbei. Aber so wie ich mein Glück kenne, erschieße ich mich noch selbst am Ende. Mal schauen. Genau, mit einer Granate dann selber in die Luft gesprengt am Ende oder so, keine Ahnung. Bist du wieder drin? Muss ja, ja. Nee, ja, doch, bitte. Okay, es funktioniert, ich habe Angst. Wow. Nee, so nicht. Shit, wo ist er hin? Boah! Nein, ja! Ja! Ja. Mit der G18 schon wieder! Ich liebe diese Waffe! Alter Schwede, okay. Oh, das war jetzt aber echt knapp, das ist ein Magazin auf fast alle. Verdammt, okay, jetzt der nächste Kill entscheidet. Dann ist das also, erste One-on-One schon gelaufen. Oh Gott, so viel Adrenalin hier. Und wir merken uns natürlich, wer wie oft gewinnt und führen dann am Ende unserer Staffel, könnte man sagen, den Gesamtsieger. Den König des. Oh, ja klar. Den König des One-on-One. Oh, Dreck! Nein! Da hat er gewonnen. Ich weiß es nicht. Okay, der Battlefield 3-Punkt geht erstmal an mich. Würde ich sagen, schönes Spiel. Geile Sache. Wir verabschieden uns. Erste Folge. Erstmal. Pilotfolge. Quasi sofort weiter. Ja, also wir machen jetzt hier so ein paar Aufnahmesessions, aber das schauen wir dann später, wie das genau. Alles wird. Genau. Bis dahin. Tschüssi. Ich hatte Spaß.